Auf geht's. Auf geht's. Wir spielen Anno 1800 mit WB und mit Kapitän Kiba, hallo Kiba Fox. Ja, hallihallo. Und mit vielen, vielen Leuten auf Twitch und nachher auf YouTube. Jeden Samstag, Anno Samstag, live auf Twitch ab 19 Uhr. Und im Anschluss dann auf YouTube in Halbstunden-Videos. Das haben wir hier gebaut. Ein Denkmal in dieser Stadt. Im Chat wurde eben gesagt, Jetzt verstehe ich das. Erst im Chat wurde eben gesagt, WB, dreh das Varieté um. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich müsse das in der Vertikalen umdrehen, aber ich habe vielleicht gemeint vorne und hinten und nicht oben und unten. Ach, ich habe euch, glaube ich, missverstanden. Könnte sein, dass ich das einfach mal gucken, ob das wirklich schöner wäre. Lassen Sie hochleben. Das Umdrehen wäre schöner, weil das der Rückeingang ist und das der Vordereingang. Da ist was dran. Anders mal. Ach, jetzt verstehe ich euch erst. Jetzt habe ich das erst kapiert. Okay. So geht's natürlich auch. Das ist das Varieté. Da haben wir ja super viele. Oh, komm, wir gucken uns mal an, wie die einfachen Leute hier leben. Nicht immer nur bei den Schickimickis rumhängen. Die an den Abenden nicht müde genug sind, nach einem langen, schweren Arbeitstag, sondern noch Kräfte genug übrig haben, um in Varietés zu gehen, um sich auf den Bühnen diese Let's Plays anzuschauen, wo Leute irgendwelche Geschichten erzählen und da rumkaspern, also echt. Leute, die abends Zeit haben für Varieté-Veranstaltungen, diese Let's Plays, die sind meiner Meinung nach keine anständigen Bürger, weil die tagsüber nicht hart genug gearbeitet haben. Denn wer das gemacht hat, ist abends so fix und fertig, der oder die fällt wie ein Stein ins Bettchen. Wer dagegen abends überhaupt noch Power hat, noch eine Restenergie, um ins Varieté zu gehen, um sich Let's Plays anzugucken, ich glaube, der hat einfach nichts getan, wenn das der Herr Pfarrer sieht. Okay, hier können wir einmal durchlaufen. Oh, das mag ich auch immer gerne. Anderen bei der Arbeit zugucken. Hallo Wuffi. Oder ist das Bello? Ich verwechsel die beiden immer. Hallo Kleines. Ich glaube, die hat eine Ratte ab. Ich glaube, das ist der Papa von Chucky. Komm mal hier durch oder nicht, ja? Und hier könnten wir ein bisschen Äpfel pflücken. Leckere Äpfel. Welche Sorte das wohl ist? Da oben gleitet ein Luftschiff vorbei. Sieht man mal, wie gut es die Bürger dort haben. Ich persönlich finde das schon immer entzückend, wenn ich aus dem Fenster gucke und alle Jubeljahre mal einen Heißluftballon sehe. Die sehe ich bisweilen, aber nicht oft. Bisweilen halt. Meistens im Spätsommer. Aber hier fliegen alle paar Minuten Zeppeline oder Luftschiffe vorbei. Was für ein Spektakel. Hier würde ich gerne leben. Da dreht es wieder bei. Es fliegt über unsere Köpfe jetzt hinweg. Boah, ist das schnell. Wahnsinn. Was für ein Tempo. Mit Regenbogen und mit Hennen auf dem Dach. Sehr beschaulich. Was macht Chucky? Da ist er. Kaum wird Chucky angesprochen, taucht Chucky auf. Da ist Chucky. Gestern hatten wir einen Stream mit Stirring Abyss. Wir machen das gerade hier am 6. März live auf Twitch. Gestern war ein Stream mit Stirring Abyss. Bis in den Morgen hinein habe ich bis um 12:30, glaube ich, mit euch gemeinsam Stirring Abyss, dieses Gruselspiel gespielt, dieses Horror-Taktik, Rundentaktik, Rundenstrategiespiel. Aber nichts gruselt mich mehr als Chucky, der immer hier seine Runden dreht. Tap, 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 in irrem Tempo immer und immer wieder. Manchmal taucht er zu zweit auf. Hat dann irgendwie noch jemand, also das ist Chucky, ist. Das ist mir zu gruselig. Ich lauf mal weg. Vorne ist wieder ein Wirtshaus. Leute, die feiern viel zu früh. Die Stadt ist gerade noch im Aufbau. Sag mal, ich habe das Gefühl, hier sind mehr Leute im Wirtshaus, als wirklich auf den Feldern arbeiten, oder? Komm, wir gehen mal gucken, ob die Leute arbeiten. Wir gehen einmal gucken, ob die Leute arbeiten. Wird hier gearbeitet? Mit ein bisschen Fantasie kann man das sagen. Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen geschäftig ist man hier. Das ist der Traktorschuppen, den wir letztes Mal gebaut hatten.
Getreide, Getreide, Getreide. Öl, Öl, Öl. So. Jetzt schauen wir mal, ob die Leute alles haben, was sie brauchen. Wir haben die Stadt hier mittlerweile massiv ausgebaut. Also von den Grundgeschichten haben sie alles, was sie jetzt noch brauchen. Schnaps wird, glaube ich, importiert. Wurst und Brot brauchen sie noch. Das können wir selber herstellen. Das brauchen sie. Das ist die unterste Bevölkerungsstufe. Die haben alles, was sie brauchen. Und die oberste, die bräuchten demnächst Bier, aber noch nicht. Und können schon mal Wurst gebrauchen und Brot. Eine Wimmelbildaufgabe, die mache ich für Bente. Komm. Einmal Wimmelbild für Bente. Zwischendurch. Das freut sie. Und hier sind angeblich Tiere. Mal gucken, ob wir die finden. Irgendwo sind hier Tierchen, die wir einsammeln sollten. Mal gucken, ob ich das schaffe. Zwei habe ich schon. Sind nochmal welche irgendwo? Ja. Was man so alles Wimmelbild nennt. Eine gute Tat hebt die Stimmung. Ja, geschafft. Und wieder zurück. Nach gehört mir. Zuerst checken wir mal. Thema Schnaps hatten wir uns eben angeschaut, ob die Vorräte wirklich reichen. Schnaps ist nicht mehr viel da. Wann kommt... Frachtschiff steht bereit. Wir entladen mal die Schiffe hier. Abdrehen beginnen. Und wann kommt der Kapitän das nächste Mal? Erst in 18 Minuten. Haben wir den Schnaps gar nicht drin eingestellt im Moment? Ach, wir haben Kartoffelfruchtbarkeit vor Ort. Dann wird es ja vor Ort hergestellt. Dann ist alles okay. Ach, Bier wird nicht vor Ort hergestellt. Das habe ich mit Bier verwechselt, weil kein Hopfen da ist. Okay, dann schauen wir uns nochmal. Das ist unsere Speicherstadt im Export und Import an. Und dann stellen wir noch ein paar Sachen um. Bier wird importiert. Bier ist genug da. Nähmaschinen auf Vorrat. Mhm. Konservendosen auf Vorrat. Bier ist vor allem wichtig. Bier füllt sich dadurch. Schnaps exportieren gegen einen Rest. Das können wir machen. Und das sind so andere Güter, die wir uns reinholen. Das ist alles gut. So, und jetzt gehen wir mal hin und bauen die weiteren Geschichten hier, die wir brauchen, nämlich Wurst und danach Brot. Einmal Wurstbetriebe, bitte. Wir hatten, haben wir hier schon Öl? Genau, Öl haben wir hier. Unten. Wir stellen Getreide her. Getreide brauchen wir für die Silos. In welchen Mengen? Reichlich. In rauen Mengen. Reichlichst. Reichlichst. Nochmal danke an DJ. Hat schon wieder ein Abo verschenkt. Diesmal ging es Richtung Aldermann. Hallo Aldermann, danke DJ. M. Summer. Neuestes Mitglied. Jüngstes bei uns im Community-Forum. Bei community.writingbull.de. Hallo M. Summer. Du bist der jüngste Neuzuwachs, der Neuzugang bei uns im Forum. Echt schön, wie herzlich man hier empfangen wird. Im Internet kommt das echt nicht so oft vor. Schreibst du im Chat. M. Summer hatte am Ende des letzten Streams geschrieben, wie kann man euch treffen? Da habe ich ihm schnell noch den Link gepostet aufs Forum. Captain Kiba hat es gerade live gemacht und dann hat er sich in der Nacht nur angemeldet und ich habe das ganz schnell bestätigen können. Neuestes, jüngster Zuwachs bei uns im Forum. Liebe Grüße an dich. Große Anno-Sektion bei uns im Forum. Sie lässt wieder viele neue Anno-Spieler und Spielerinnen auf YouTube in den Kommentarspalten. Die stellen dann oft so irgendwelche Fragen. Manchmal beantworte ich die kurz, aber manchmal, wenn ich irgendwie länger denken oder was nachschauen müsste, dann gebe ich ihnen lieber den Link aufs Forum, auf unsere Anno-Sektion. Dann sage ich euch hier, guckt da mal nach und trefft mal die anderen Anno-Cracks und holt euch von denen die Tipps.
Also Getreide in rauen Mengen. Jetzt gehen wir in die Wurstproduktion rein. Dafür brauchen wir Schweine und Metzger rein. Strom haben wir noch nicht. Wir könnten aber ein Kraftwerk schon mal setzen. Die Waffenruhe wurde beendet. Denn hier müsste eigentlich genug Öl sein mittlerweile. Die Frage ist, ob 4 Türme reichen, um das Kraftwerk zu versorgen und den Tankhof. Das kann ich nicht beschwören. Faustregel ist, 3 Ölbohrtürme versorgen ein Kraftwerk. Das ist so die Faustregel. Bei den Tankhöfen hängt es, glaube ich, davon ab, wie viel da dran liegen. Also wie viele Traktorschuppen dran liegen und wie oft da wirklich was nachgefragt wird. Es mangelt an Arbeitskraft. Wir hätten noch eine 5. hier oben, aber ob wir die hier extra versorgen sollen, weil es kostet ja auch alles Arbeitskraft. Die Münzen, das macht man nicht so Sorge, die Attraktivität auch nicht so sehr, obwohl minus 20 schon viel ist. Aber die 100 einfach nur so hier drauf packen, die haben wir auch nicht mehr im Pool. Ja, die Arbeit hätten wir im Pool, aber da oben ist noch ein Tankhof, als Blaupause schon mal gelegt. Ich glaube, wir machen das mal ohne Strom hier. Wir können nachher noch ein Gaskraftwerk, ich weiß nicht. Auf der anderen Insel haben wir 5 Ölbohrtürme angeschlossen. Die liegen zwar noch ungünstiger als drüben, mit einem haben wir 3 angeschlossen, mit einem 2. Und das reicht dann aus. Wie voll ist hier der Tankschuppen? Voll. Das ist der Tankhof, der ist immer voll. Und der Ölhafen ist auch immer voll. Wie voll ist der Ölhafen hier? Jedenfalls könnten wir auch mal ein bisschen Öl rüberbringen. Das ist die Dampfschiffwerft. Wo ist unser Ölhafen? Der ist, glaube ich, hier vorne. Stimmt, den Hafen hat man letztes Mal auch ausgeschmückt und mehr gebaut. Der Ölhafen ist hier links. Lager ist ziemlich voll. Da kann man mit arbeiten. Noch einmal weiter ausgebaut. Wir machen es einmal ohne. Also wir brauchen Schweinezuchten und Metzgereien. Wo können wir das machen? Hier oben ist eine nicht kaum genutzte Lagerhalle. Da können wir ein bisschen was hinsetzen. Das bauen wir hier mal aus. Das heißt, wir gehen hier hin und platzieren ein paar Schweinezuchten drumherum. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Silo daneben. Da wird das Getreide hingeliefert. Da können wir hier einiges hinpacken. Einmal. Einer noch hier vorne hin. Silo hier hin. 5 drumherum. So, da stehen sie. Das sind die beiden Schweinezuchten. Und dann könnten wir 4 Metzgereien hinsetzen, die versorgen. Denn die haben Silos und Silos geben, glaube ich, verdoppeln, glaube ich, die Produktion. Das ersetzen jetzt 4 Metzgereien noch hin und dann produzieren wir unfassbar viel Wurst und könnten die noch exportieren. Wenn wir das wollen. Oder wir legen einfach eine erstmal still. Zeit für ein Nickerchen. Und wir setzen nur 2 ein. Das können wir auch machen. Ach komm, denn schon. Wir verkaufen das gute Zeug. Wir machen 4 Metzgereien noch daneben.
Machen wir mal etwas schönen Bau. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Eine Lampe hier hin. Dorthin. Metzgereien. Das war ein Luftschiff, ne? Krass. Vier Stück. So, Arbeitskraft. Müssen wir gleich für mehr Arbeiter sorgen. Das ist immer ein Problemchen. Das heißt, wir machen ein paar Level-Ups. Normalen Bauernhäusern geht's bitte aufwärts. Schon haben wir genug Arbeitskräfte und auch genug Bauern. So, das reicht. Dann nochmal hier rüber zu der Metzgerei. Waren werden geliefert. Hier geht's rüber. Da haben wir noch ein bisschen Schönbau drumherum. Und setzen noch ein bisschen hübsche Kultursachen hin. Zäune noch dahinter. Die sind sowas von überflüssig. Da könnte man noch eine Straße dahinter ziehen. Mal da nämlich demnächst noch was anderes hinsetzen. Ach, das ist Quatsch. Das ist totaler Unfug hier. Das machen wir gleich wieder weg. Das ist ja völlig bescheuert. Da könnten wir höchstens eine Pappelreihe hinsetzen zum Beispiel. Okay, da waren vorher auch Bäume, die habe ich gerade abgeholzt. Fragt bitte nicht nach, was ich mir dabei gedacht habe. Wieder die Lampe hin. Fein. Vier Lampen drumherum. So kann man das machen. Und dann kann man hier noch weitere Gebäude hinsetzen, vielleicht noch ein Lagerhaus und so weiter. Wurstproduktion läuft. Ich vermute in rauen Mengen. Wir checken mal, ob das der Fall ist. Können wir alles nachher noch wegtauschen. Mal gucken, wann Captain Morris kommt. Export-Import. Wir nehmen mal den Zement raus für eine gewisse Zeit. Gehen wir rein mit der Wurst. Und füllen unsere Vorräte an Fleischkonserven. Füllen unsere Vorräte an Nähmaschinen. Nähmaschinen braucht, glaube ich, die nächste Stufe, ne? Habe ich so im Kopf. Das heißt, wo sind unsere Nähmaschinen? Hier. Da sorgen wir bereits mal dafür. Dann schauen wir, dass die Wurst natürlich, dass da nicht alles verkauft wird, sondern nur ein Teil. Da
heißt, wir stellen bei den Konsumgütern ein. Achtung, 50 sollen bitte bleiben. Sicher ist sicher. Das machen wir überall. Da haben wir das schon. Gut, prima. Fein. Alles gut. So. Also, eine M-Maschine hier führt, es fühlt sich dann langsam für die Wurst. Bier füllt sich, das kann man vor Ort nicht herstellen. Fein, damit können wir arbeiten. Wir können auch schon mal schauen, was das nächste Gute ist. Ich habe es nicht auswendig im Kopf, was dann die nächste Bevölkerungsstufe. Jean Lafortune, nicht wahr? Danke euch, holder Pirat, werter Pirat. Piraten haben meiner Meinung nach einen ganz, ganz schlechten Ruf. In Wahrheit sind das, ihr kriegt das ja mit, nicht etwa die Pest der sieben Weltmeere oder die Ratten der sieben Weltmeere, die einen überfallen und einmal herumnagen, sondern die sind bisweilen sehr freundlich und geben einem Geschenke. Bitte werft jetzt nicht so Fragen aus, wo hat Jean Lafortune eigentlich das Geld her, das er WB schenkt? Hat er das jemand anders abgenommen? Ich finde nicht. Ich finde, er hat es wahrscheinlich auf ehrliche Art und Weise zusammengeraubt. Hier in Highland, nächste Stufe, Arbeiter. Bla 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 bla, Bier. Dann suchen wir uns mal ein anderes Gebäude. Genau, Rum brauchen die irgendwann. Und Nährmaschinen. Und Pelzmäntel. Das können wir ja auch schon mal füllen. Wir haben ja keine Fellfruchtbarkeit drin. Können wir davon ja auch schon mal was uns reinholen. Bier scheint er genug zu haben. Da tauschen wir uns ja mal hier ein paar Pelzmäntel schon mal. Und Rum. Rum wäre auch nicht schlecht. Rum, wo bist du? So, jetzt bekommen wir die fünf Güter. Alle auf diesem Wege. Sieht doch ganz gut aus. Sehr gut. Der siebte Zwerg. Liebe Grüße an dich und danke dir für dein Abo. Zum 10. Mal schon. Runde Zahl. Danke dir, voll gemacht. 10 Monate. 2,5 Minuten kommt der alte Mann. Kisten unter Deck. Neue Baumaterialien bitte. Ball drehen. Können wir mal gucken, ob hier eventuell ein riesiger Überschuss an Pelzmänteln ist, weil die werden doch hier hergestellt, oder? Ach komm, hier ist so viel Zeugs. Wir nehmen schon mal ein bisschen was rein. Wir machen mal eine kleine Ladung hier. Schicken das einmal rüber hier hin. Abdrehen beginnen. So. Danke. DJ hat noch ein Abo verschenkt. Diesmal ging es an Andy Roy. Danke dir. Onky Hotte hat abonniert. Halbes Dutzend voll gemacht. Danke, Onky Hotte. Danke, WB, für 6 Monate tolle Unterhaltung. Danke dir für 6 Monate tolle Unterstützung, Onkel Hotti. So. Ich bin dir so dankbar, Captain Kieber, dass du mich mal ein bisschen hast zu Wort kommen lassen in den letzten 24 Minuten. Ich wollte dir mal zeigen, wie das sein kann. Wenn man mich zu Wort kommen lässt. Ganz genau. Das war so lieb von dir. Du hast tatsächlich normalerweise die halbe Stunde davor, hast mir alle 40, 50 Sekunden reingeredet, hast minutenlang vor dich hingebrabbelt und gesabbelt, das ist verschrecklich. Ich saß hier mit zitternder Unterlippe, hätte am liebsten irgendwas gesagt, kam nicht zu Wort. Ich bin dir so dankbar, dass ich mal was sagen darf hier. Danke dir. Danke dir, Captain Kieber. Bitte gerne. Ich bin auch überrascht, wie gut du das machst. Ich lasse dich jetzt öfter mehr reden. Oh, das ist so zauber... Ach komm...
Ich bin ganz gerührt. Ich kriege hier Gänsehautalarm. WB Gänsehautalarm hier. Also echt. Das ist also wirklich ganz, ganz zauberhaft von dir. Gehört mir. Jetzt, also Wurst, dafür haben wir jetzt gesorgt. Wurst wird jetzt geliefert und produziert. Nächster Schritt wäre jetzt Brot. Und dann Seife und dann weiter. Schaffen wir das Brot noch? Ich denke ja. Brot kriegen wir auch noch gebacken. Das heißt, Getreideproduktion. Immer noch reichlich. Das heißt, wir brauchen Mehl. Und Mühlen und Bäckereien. Wir stellen noch ein Lagerhaus daneben hin. Die Mühle bitte. Eine Mühle auf zwei Bäckereien. Arbeitskraft ist nah. Klappt, ja. Getreide wird abgeholt und dort oben vermahlen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Kultur drumherum. Die Arbeiter, die hier so fleißig sind, die sollen auch ein bisschen Kultur genießen dürfen. Oder vielleicht haben wir ja mal einen Besucherhafen, der sich alles aus der Nähe anschauen möchte. Ein Wanderweg wird eingerichtet. Eine Kulturanlage. So, mal gucken, was wir da drumherum noch alles zaubern können. Vielleicht irgendwie so einen schönen landwirtschaftlichen Kitsch noch rein. Vogelscheuchen, Heuballen, Heuwagen. Heuwagen würde natürlich vorzüglich hier hinpassen, ne? Bei der Mühle. Auch bei den Getreidehöfen übrigens. Ballend einter. Mhm. Setzen wir für die Besucher, die ja irgendwann mal langlaufen werden, noch ein paar Lampen hin. Das reicht auch schon. Hier eine dort. Eine setzen wir hier noch hin. Setzen wir noch einen hübschen kleinen Weg hin oder
euch ein paar Bänke, die zum Verweilen einladen. Eine kitschige alte Tränke, wo die Leute denken, oh Gott, das ist ja wie in echt. Wir haben eine Uhr, eine alte Tränke hier gefunden, die steht seit Jahrhunderten hier auf der Insel. Die haben wir entdeckt, dass die Tour. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar einen Besucherhafen hier noch hinsetzen. So eine alte Tränke an einem lieblichen Ort, wo die Leute denken, cool. Wir haben die entdeckt, die sieht so süß aus. Meine, habe ich die verkehrt rum hingesetzt? Genau umgekehrt. So, eine alte Tränke. Dann setzen wir hier die Holzzäune hin. Oh. Das wollte ich nicht. Nein, ich verklicke mich hier. Peinlich hoch 10. Jetzt sind jetzt noch ein paar Bäumchen dazwischen. Schöne, große Bäume. Mal hier rüber. Und auf die Innenseite die berüchtigten Pappeln. Und vielleicht noch ein paar weitere Bänke zum sich hinsetzen. Mal gucken, wo wir die finden. Die müssen ja irgendwo da sein. Dekus. Gärtenzeitung stände Gartenbänke. Jawohl. Hier sind schon Bänke. Nehmen die Mine. Ganz, ganz lauschig hier. Leuten bei der Arbeit zu gucken, ist doch immer was Feines. So. Dann haben wir noch ein paar Blumenbeete, aber nicht zu viele. Und dann noch ein paar Bäumchen daneben, und zwar wieder Pappeln, so wie da oben. Ein paar Pappeln dazwischen. Die Menschen lassen sie hochleben. Meiner Meinung nach zu Recht. Völlig zu Recht. Und dann gucken wir uns noch mal die Werbetafeln an. Die gibt es ja auch. Die sind hier vorne. Da sind sie schon mal nicht. Wo sind denn die Werbetafeln? Da. Twitch Drops Ornamente. Ein paar Plakatwände. Werbung für. Eigentlich für die versunkenen Städte, finde ich, ne? Wo sind die denn? Gesunkene. Ja, hier. Da geht's natürlich lang. Das ist ja die Region hier, Cap Trelawney. Das ist perfekt. Eine Werbe- und dann noch irgendwo eine Litfaßsäule. Die würde aber mehr in die Städte rein. Es ist zu ländlich dafür, aber sowas kann man machen.
Irgendwo haben wir doch noch was mit... Den ist reiche Ernte, das passt hier. Auf so ein Landwirtschaftsdingenskirchen. So. Dann noch ein paar Bäumchen. Eine Ulmenallee hier lang. Wie es scheint, und dann haben wir's. Sie mein Kapital. Dann sollten wir eigentlich hier ein kleines Dankeschön für dich. Fast alles haben. Nutzen Sie es weise. Das sind die restlichen Pappeln noch hier vorne. Jetzt haben wir es geschafft. Einmal gucken, wie das aussieht. Das ist der kleine Park, den wir hier angelegt haben. Wir könnten echt überlegen, weil wir haben auch kein Ölkraftwerk gebaut, was auf die Attraktivität geht. Ob wir vielleicht nur einen Besucherhafen irgendwo dazwischen setzen. Voyager Wuppertal meint, WB heute im Schönbaurausch. Das kann sein. Das ist doch eigentlich okay, oder? Einmal durchlaufen, einmal gucken gehen. Ist das so schön, dass wir sagen können, wir können auch Besucherhafen hier hinsetzen? Dann müssten wir allerdings noch ein... Wir haben hier noch kein Regionalministerium. Wir könnten eins setzen, mit dem wir hier vor Ort... ein Museum oder ein Zoo oder was auch immer für lau setzen können. Dadurch bekommen wir dann auch Einflusspunkte. Weil die ersten 10 Module geben doch Einfluss, Captain Kiba. Und wenn wir das koppeln mit dem Regionalministerium, was uns die Einflusspunkte... Wie war das nochmal? Die ersten 10 kosten auch schon Einflusspunkte, aber wir haben ein Ministerium, was uns die ersten 10 erlässt. Und in Summe gibt das dann mehr Attraktivität, oder? Ich glaube, so funktioniert das, ne? Ich glaube auch, aber genauer müsste man unsere Zuschauer, glaube ich, fragen. So ganz genau. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Das gehen wir gleich mal gucken im Großen. Mehr Besucher immer gerne, meint Videogame History. So machen wir das. Das sollte eigentlich klappen.